Beginnen wir am besten einmal mit der Auflösung des vorigen Beispiels. Wie ihr seht, hier ist unser Charlie, der festgebunden ist. Nehmen wir den Charlie mal und schieben ihn so weit nach draußen, wie sein Seil das zulässt. Und wenn der Charlie jetzt mit diesem angespannten Seil einmal rund um den Punkt rundherum rennt, an dem er festgebunden ist, entsteht die folgende Form. Die solltet ihr jetzt eigentlich auch auf eurem Übungsblatt, auf dem vorigen Übungsblatt haben. Diese Form, das kennt ihr wahrscheinlich schon, das ist jetzt nämlich ein Kreis. Und jetzt wollen wir uns mal ansehen, woraus so ein Kreis eigentlich besteht. Als erstes kommen wir mal zu diesem Punkt in der Mitte. Das nennen wir den Mittelpunkt, wie man sich vielleicht schon denken kann. Vom Mittelpunkt haben alle Punkte auf dieser blauen Kreislinie denselben Abstand. Wenn wir diesen Abstand einzeichnen, das machen wir jetzt da, das ist die rote Linie, dann nennt man diesen Abstand vom Mittelpunkt bis zum Kreis, bis zur Kreislinie genauer gesagt, nennen wir den Radius. Und wenn ich den Radius jetzt ein zweites Mal einfach so einzeichne, also so hier, dann entsteht ja quasi eine Linie, die von einer Kreisseite durch den Mittelpunkt durchgeht bis zur anderen Seite des Kreises. Und diese Linie nennt man auch den Durchmesser eines Kreises. Und wie man hier schon schön sehen kann, ist der Durchmesser genau doppelt so lang wie der Radius. Also zweimal der Radius aneinandergelegt ergibt den Durchmesser. So wiederholen wir das Ganze am besten noch einmal schnell. Ein Kreis besteht einmal aus einem Mittelpunkt. Der Mittelpunkt ist der Punkt in der Mitte und wird mit einem großen M abgekürzt. Der Abstand vom Mittelpunkt zum Kreis, also zur Kreislinie, nennen wir Radius. Der Radius wird mit einem kleinen r abgekürzt. Und wenn man den Radius doppelt einzeichnet, erhält man den Durchmesser. Der geht von einer Kreisseite durch den Mittelpunkt zur anderen Seite am Kreis. Der Durchmesser wird mit einem kleinen d abgekürzt.